Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier auf Sea Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und das ist ja fast eine Punktlandung. Aber er liegt nicht aus. Warum nicht? Hallo? Wo sind du? Du bist nü? Der Hänger ist doch nicht voll, oder? Der Hänger. Nö. Du bist nü? Was ist er denn jetzt? Okay. Anderen abkoppeln hilft auch nicht. Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe? Pflanzen so anschalten, Rohr einfahren, Pflanzen so zuklappen, nö. Abdeckung schließen, das kann ich noch machen. Hilft aber auch nicht wirklich. Wie sieht das hinten dann aus? Wenn ich die Abdeckung. Naja. So, aber warum kann ich denn jetzt denn nicht abbunkern? Das ist ja schwierig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Das habe ich jetzt so anders erwartet. Na gut, okay. Bleibt uns nichts anderes über. Machen wir einmal den Hänger leer und fahren mit dem Hänger nochmal drunter. Mal gucken, was dann passiert. Also hier kann ich auch hier abladen klicken. Oder vielleicht muss ich weiter vorne drunter. Oder das kann ich nochmal testen. Jetzt mal ein bisschen schräg. Nicht so günstig hier. Und sind so extrem schief wahrscheinlich. So extrem schief. Ich könnte jetzt STRG I hier abladen klicken. Aber landet das dann auf dem Hänger? Das liegt da unten jetzt. Okay. Okay, ich muss den Hänger jetzt mal leeren, dann fahre ich nochmal drunter, aber das ist ja sehr eigenartig. Woran mag das liegen, dass er eigentlich Zuckerrüben drauf hat und denkt, dass er Zuckerrüben abladen will, aber auf dem Hänger ein anderer Fruchttyp ist? Nämlich Zuckerrüben geschnetzelt ist. Und er es deswegen nicht überlädt. Und dann müssen wir mit den anderen. Wir haben das nie gehabt, weil der andere Hänger immer. Na doch, nee, habe ich auch nachträglich nachgefüllt oder eingefüllt, oder? Wir können ja mal den. Habe ich denn? Nee, habe ich nicht. Gehen fast einen schnellen Trecker dafür da, dass ich diese beiden Anhänger mal herziehen kann. Und an dem Truck kriege ich die ja nicht dran. Sonst hätte ich mal meine Anhänger dran hergezogen und dann hätte ich dann mal geguckt, ob ich dann da später nachträglich nochmal einladen kann. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so schön. Wird eindeutig Zuckerrüben geschnetzelt, das hinten drauf, ne? Es kann natürlich so sein, ne? Dass er jetzt denkt, da ist ein anderer Fruchttyp, ein anderer Fülltyp drauf. Oder die beiden Mods verstehen sich nicht miteinander, dass er das nicht erkannt hat. Jetzt habe ich da natürlich einen kleinen Haufen gemacht. Mit Zuckerrüben geschnetzelt ist. Aber das müsste ich mit dem Dings auf einem Pickup-Anhänger aufheben können, ne? Jetzt müssen wir auch mal gleich ausprobieren, ob ich das mit dem Dings aufgehoben kriege und dann kann ich das hierher transportieren. Oh,
dann muss man abkippen hier. Oh, das sieht ja schwierig aus. Das sieht ja wirklich schwierig aus. Da fliegen die Reisbällchen raus. Naja, gut, okay. Er sei wie soll, aber es sah wirklich aus wie Reisbällchen. Ah, schön. Ja, nö. Sowas amüsiert mich, ja. Hm? Da kann ich drüber lachen. Reisbällchen. Machen wir außen rum hier. So. Also das, tja, könnte mich jetzt, schwierig stimmen. Das fände ich nicht so cool, wenn ich da jetzt nicht nachträglich mal abladen könnte, weil dann fahre ich ja eben mit jedem Hänger dann los. Das ist, glaube ich, bei dem anderen anders, ne? Frage, ob der Fill-Type im Anhänger bei dem anderen schon geändert war? Ich meine, ja, ne? Da waren die schon, wenn die im Hänger waren, waren die schon... Nee, das waren auch noch ganze Zuckerrüben, oder? Was? Weiß es nicht. Das müssen wir mal ausprobieren. Nun. Na gut, wir vergewaltigen einen Überladewagen und sagen, er macht für mich Dinge, die er sonst nicht machen soll. Ich meine, 46.000 Liter. Ich weiß gar nicht, ob das damals immer beide Anhänger voll war. Da müssen wir in die alten Folgen mal gucken, ne? Wie das denn da war. Oder dann doch nochmal den anderen Anhänger ausprobieren. Nehm mal an, bringt's nicht. Nehm mal an, wenn ich jetzt da drunter fahre, dann lädt er gleich ab. Und da haben wir einen schönen kleinen Haufen gemacht. Lädt er auch nicht ab? Hä? Was ist los? Wieso lädt er nicht ab? Hä? Was ist mit ihm los? Nee, aufgucken hilft auch nicht. Was hat er denn? Das hat doch vorhin so wunderschön funktioniert. Außer Funktion. Ja, warum denn das bitte schön? Okay, fahren wir runter von dem Hügel da, wo das Zeug da unten drunter liegt. Das ist ja spannend. Hat die Schnecke Verstopfung? Kann ja sein, dass jetzt, weil da unten dieser Huckel drunter ist, dass er da jetzt denkt, da liegt irgendwas oder da ist irgendwas. Das ist ja sehr erstaunlich.
Das ist ja mehr als erstaunlich. Wieso geht das denn jetzt nicht? Das ist ja schwierig. Hol jetzt mal die Hänger her, ne? Die Drehschirme. Mit 46.000 kann ich ja mit beiden dann losfahren, ist auch egal. Was schon, aber ich wollte ja eigentlich, dass ich weniger Fahrten habe, deswegen habe ich den großen Hänger. Aber wieso geht der jetzt nicht mehr? Geht der gar nicht mehr? Ich muss mal gucken, ob ich da überhaupt noch was reinkriege. Warum soll es denn nicht gehen? Das ist die große Frage. Welche Gründe in diesem Spiel gibt es, dass es die Ware nicht von A nach B überlädt? Also er füllt keine falsche Frucht auf eine andere. Also er will keine Mischladung haben. So, der Hänger, der hat eigentlich als Auswurf diese schnell Rüben geschnitzeltes, ne? So. Und das war ja drin. Tja, muss ich wohl doch den roten wiederholen und den dann wieder zurückgeben? Ich habe keine Ahnung, irgendwie ist es gerade schwierig. Der rote, wo steht der rum? Er steht da vorne rum, alles klar, okay. Also ich meine, okay, dass er keine Mischware macht, ist mir ja klar, aber sollte ja auch keine Mischware werden. Ich meine, ich kann es noch in Ballen pressen. Oh. Ich meine, hier ein Knick drin in der Erfahrung, das sollte ich nicht. Lock mal leicht ein. Ja, zu weit weg hier. Minigame, Drehschema rückwärts. Ah, das sieht sehr gut aus. Jetzt soll ich den anderen Angang kriegen. So. Auch nicht gerade, aber besser als nichts, ne? So. Machen wir aus denen mal, dass wir die voll beladen können. So. Der Scheißträger. Und der Hänger ist zu dicht. So, dann fahren wir da jetzt mal hin. Mal gucken, was die Hänger jetzt so machen. Ob der jetzt auch die Hänger nicht auslädt, weiß ich nicht. Mit den Frames los hier. Eine Ruckelparty, was? Muss er wieder neu berechnen, weil die Hänger so, die Shader hat er ja nicht berechnet. Naja, passiert. So, dann mal rein vorne ins Führerhaus und dann mal ab dafür hier. Das ist ja schon wieder frech. Funktioniert nicht so schön wie gedacht. Klingt mal gut. Im Übrigen bin ich, muss ich sagen, also, ich soll es am besten sagen, aber ich glaube, ich würde jeden abraten, sich eine XTX zu kaufen oder eine Raiden-Grafikkarte oder eine ATI-Grafikkarte. Da bin ich momentan ein bisschen geheilt von. Weil die mehr oder minder, hat man ja auch in der letzten Aufnahme ist ja schon gesehen, dass da einmal alle Bildschirme geflackert haben wieder, ne? Das hat man ja auch wieder drinne und alles sowas. Und die Einstellung, die man macht in der Software, die dazu da ist, nach dem Workshop weg,
Und wenn man nicht lange neu startet, kriegt man ein Timeout im Treiber. Läuft irgendein Timeout ab. Keine Ahnung, was da passiert, aber auch nicht schön. Und wie man sieht hier, ne, solche Sachen scheinen ihn auch mehr oder minder zu schaffen zu machen. So, jetzt haben wir jetzt einmal die Chance, oder beziehungsweise ich werde jetzt einmal diesen Hänger hier vorne nutzen. Ob der jetzt funktioniert. Der funktioniert auch nicht. Na gut, kann sein, dass da natürlich... dass da natürlich der Anhänger dran hängen muss, damit das in die Förderschnecke geht. So, jetzt fördert er da rein. So. Klapp ich mal weg, klapp mir da runter. Fördert er weiter rein. Okay. Also ich weiß nicht, was er da hatte mit dem Hänger dort. Oder was er damit hat. Wäre jetzt schön, wenn ich ihn mit dem Truck die Hänger wegziehen könnte hier. So, jetzt holen wir nächsten Zuckerrüben ran. Dann fahren wir da gleich nochmal hin. Die nehme ich gleich hier, da sind die 6000 Liter drin schon wieder. Die kriege ich ja noch in den hinteren Hänger rein, oder zumindest zum Teil. Gucken wir mal zu Gorima, mal gucken, ob ich denn noch einfüllen kann weiterhin. Und dann müssen wir beim nächsten Mal gucken, ob ich, wenn ich die Hänger ausgeleert habe, ob ich dann immer noch einfüllen kann. Na, dann ist irgendwas mit dem anderen Hänger dort jetzt faul. Dann müssen wir den mal resetten oder so, keine Ahnung. Wie auch immer, oder was auch immer da jetzt faul ist. Aber schön ist anders. So, mit O hier ausgeklappt. Mal gucken, ob er noch einfüllt hier in dem Anhänger. Jo, macht er. So, dann bringen wir das jetzt mal weg und dann kommen wir wieder und dann gucken wir, ob er dann immer noch einfüllt. Und dann hat der Hänger da irgendeine Schwierigkeit. So, bauen wir mal 47.000 Liter, also so knapp ein bisschen immer drüber. Ja. Gut, wir fahren genauso oft wie früher dann, ne? Weil da sind wir ja auch sozusagen mit beiden Hängern voll losgefahren. Und so immer 46.000 haben wir jetzt einmal drin. Gut, also aber wenn er denn jetzt abladen würde. Würde er nicht mehr stören großartig, wenn das zweite Mal nicht drauf ablädt. Aber warum er das nicht gemacht hat, das weiß ich nur beim besten Willen nicht. Also da muss er irgendwie, oder er muss ja voll melden. Das ist das nächste. Wenn der Hänger meldet, er ist voll, dann lädt er ja auch nichts rein. Aber dann müsste der Hänger ja noch als voll gelten. Und dann müsste ich ja auch noch abkippen können oder entleeren können. Das kann ich aber auch nicht, weil ich habe mir entleert dort am Dings. Das hat ja funktioniert. Und da hat er ja auch, bis er leer war, alles übergefüllt. Also müsste er theoretisch eigentlich auch sagen, bin leer. Mal gucken, ob das ja auch aussieht wie Reisbällchen, aber... Das macht mich ja jetzt stutzig. Also die Frage ist, also es liegt nicht am Überladewagen, weil der hat ja jetzt hier mit den Hängern erstmal bis jetzt alles richtig gemacht. Natürlich muss man jetzt gucken, wenn wir ausgekippt haben, ob er immer noch alles richtig macht. Aber wenn er dann alles richtig macht, dann geht nicht sicher überladen, ja, von mir ist auch das, dann liegt es ja an den anderen Teilen. Das wäre nicht schön. Das wäre gar nicht mal so schön. Na gut, egal, wir werden sehen. Wir werden sehen. Mal das abladen jetzt hier. Und die Zuckerrübenfabrik wird sich freuen, oder beziehungsweise die Zuckerfabrik freut sich, dass sie ordentlich Zuckerrüben geschnitzeltes kriegt.
Kann sie gleich schön besten Zucker draus machen. Gibt es eigentlich Zuckerrübensirup? Gibt es ja auch, ne? Ich glaube, das habe ich auch mal gegessen, aber das war irgendwie nicht ganz so lecker. Bin mir nicht sicher. Jetzt. Auch nach hinten ausladen wahrscheinlich eingestellt. Ich denke mal, die 300.000 Liter kriegen wir doch voll, oder? Würde knapp was werden, wenn ich nicht allzu viel verklemper. Ah, sieht auch aus wie Reisbällchen. Oder? Sieht auch aus wie Reisbällchen. Rüben geschnetzeltes. Alete. So, Attacke Abfahrt. Aber dass die Mehlfabrik natürlich schon fertig ist mit allem, was wir da hingebracht haben, was sie zum Mehl machen kann. Von allem, was sie geerntet haben. Finde ich auch schon wieder. Wie viel Fläche kann man denn da in die Mehlfabrik bringen? Wo ich es gerade sehe, da kann ich ja ganz kurz mal anschneiden. Na gut. Ja, doch, schneiden wir ganz kurz an und dann machen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal ein kurzes Thema draus. Ich habe mir jetzt noch ein Spiel für die VR-Brille, wo sich die Spielfigur richtig bewegt. Also nicht springt von einem Ort zum anderen oder die Spielfigur steht und der Rest um einen drumherum sozusagen. Es kommt nur etwas auf einen zu, aber die Welt bleibt zumindest stabil. Nee, die ganze Welt wandert. Junge, ich hätte mich fast lang gemacht, weil ich mich so erschrocken habe davor. Und ich muss sagen, mein Körper hat da auch mit Motion Sickness wieder drauf reagiert. Ich habe es eine halbe Stunde lang gespielt. Das ist ein Sword Master oder wie das sich heißt oder irgendwie sowas. Eine halbe Stunde habe ich es gespielt. Und da habe ich Tutorial gespielt und ja, dann noch ein bisschen im Menü und die nächste ist bei mir mehr. Alles klar, ja, sehr schön. Und dann noch ein bisschen so drin rumgezappelt und gedaddelt, wo ich dann so dachte, ja, na gut, also im Menü, oder das Menü besteht daraus, dass du in einer, jetzt würde ich sagen, Taverne stehst, wo du dann zu den verschiedenen Menüpunkten hingehen kannst. Sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr gut, das Prinzip. Und, aber ja, ich musste mich dann, wo ich dann da in dem Menü rum, da habe ich dann gesagt, oh, ich setze mich mal lieber hin. Ja, komm, Schranken, geht hoch. Eieiei, hast doch nur runterbrennen müssen. So, wenn ich jetzt nicht abladen kann, dann würde ich sagen, liegt es fast am Wagen. Und wenn ich jetzt abladen kann, liegt es nicht am Wagen. So, stellen wir uns mal drunter, ne? Ist der falsche. So. Dann muss ich den kleinen Tracker herholen. Wenn er mir hier davor steht. Oh, geht wunderbar. Also ist irgendwas mit dem Anhänger vom LKW. Das müssen wir überprüfen, was damit los ist. Ob ich da jetzt überhaupt noch irgendwas drauf kriege? Ich weiß es nicht. Oder weil es ein gemietetes Fahrzeug ist? Ich hab keine Ahnung. Aber gemietetes, ingemietetes, das muss auch gehen. Naja, wir werden sehen, was es ist. Bis denn. Tschüss.